Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit Medeman gleich. Ja, Leute, wir schauen direkt in den Item Shop rein und da haben wir momentan den Wildcard. Und das Ding ist halt einfach nur mega cool. Ich finde den richtig nice. Und da gibt es ja die vier verschiedenen Sets für 2000 V-Bucks, das Ding hier. Fluchtbande-Set. Ne? Und kann man hier das eigentlich anzeigen aktuell, wie der aussieht? Nein, kann man nicht. Dann sollten wir doch mal Folgendes machen. Dann gehen wir doch mal hier in den Spind rein, weil den Wildcard haben wir ja hier für die Leute, die das sich jetzt gerade nicht so wirklich vorstellen können. Das sind die vier verschiedenen Möglichkeiten. Einmal hier mit Peak. Das sieht schon mega nice aus, ne? Echt. Hier mit Herz. Geil. Absolut geil. Kreuz. Sieht aus wie ein Totenschädel. Kreuz. Hammer. Absoluter Hammer. Und hier noch Karo. Also das sind die vier verschiedenen Stile vom Wildcard. Absolut mega. Ich mache jetzt dem Herrn sofort wieder sein Spider-Knight rein, sonst dreht er mir am Rädchen. Deswegen kriegt der Wildcard von mir auch 10 von 10. Ich finde den richtig, richtig nice. Wildcard aktuell. Schauen wir mal hier. Wie sieht's denn da aus? Bom, 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 bom. Jetzt müsste das hier sein. Jo. Da haben wir es, 4,4 von 5. Also richtig nice. Jo. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir den Panzerknacker. Ist natürlich auch ein richtig cooler Gleiter. Hier mit diesem. Ja, das ist halt rausgebrochen, ne? Kann man ja ganz gut erkennen hier. Wurde wohl gesprengt da hinten, also hier Goldbarren drauf, Münzen, Geldsäcke mit den Lamas drauf, absolut cool. Jo, ich finde den Panzerknacker mega cool und der kriegt von mir 9 von 10. Panzerknacker, hier haben wir 3,63 von 5 bei 16 Votes. Dann sind wir auch schon hier durch mit dem Wildcard-Set. Dann haben wir hier diese Lackierungen. Modell wechseln, müssen wir mal schauen. Ach so, das sind hier Herz, Karo. Okay. Also bei der Kanone sieht es auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen. Was haben wir hier? Kreuz. Herz. Auch da wieder Kanone. Sieht cool aus. Peak. Na, hier, der Sniper ist schon ganz nice, ne? Also bei der Kanone jeweils mega geil, aber so oft ist man an der Kanone nicht dran. Habt ihr eigentlich, also würde mich mal interessieren, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, habt ihr diese Kanonenaufgabe schon bewältigt? Das letzte Mal habe ich 50-50 gespielt. Und das Geile war, da stand tatsächlich einer direkt vor die Kanone. Ey, Alter, ich habe geschätzte 10 Mal auf den geschossen, habe ihn nicht getroffen, und hat er sich direkt vor die Kanone freiwillig gestellt. Ich fand das so nice von dem. Ehrlich. Und dann waren es nur 50 Schaden, die ich ihm machen konnte. Verdammt nochmal, dann war er tot und dann konnte ich das nicht mehr. Also mir fehlen immer noch 50 Schadenspunkte mit dieser Kanone. Hier haben wir den Spitznamen. Und finde ich persönlich das Ding, ah, sieht ganz neckig aus, aber ist jetzt nicht der Oberbringer, aber ist jetzt auch nicht so mega schlecht. 5 von 10, sage ich da mal. Da haben wir hier, oder 4 von 10. Da haben wir 2,82 von 5 bei 44 Votes. 4 von 10 reicht auch. So, da haben wir den Prisma. Mir ist das Ganze hier halt alles viel zu knallig, buntig und so weiter. Und deswegen bin ich da jetzt kein so ein Fan davon. Das wisst ihr, dass ich nicht so auf diese knalligen Farben stehe. Prisma.
Ja, Standardgleiter kriegt von mir halt auch 3 von 10. Prisma. So, und da haben wir hier aktuell 3 von 5 bei 15 Votes. Für 800 V-Bucks haben wir jetzt hier die rote Verteidigerin. Stilvorschau. Ach ja. Ja, da sieht sie eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Mit dieser Mütze. Das sieht. Mit der Mütze, finde ich, sieht die gar nicht mal so schlecht aus. Ja, es sollen ja neue Stile mit hinzukommen bei den einzelnen Skins. Und ich finde hier diesen Skin eigentlich wirklich ganz nice. Scarlet Defender. Kriegt von mir da 7 von 10. Jetzt mit diesem neuen Stil. Und jo. Da schauen wir doch mal, was sind eure aktuellen Noten dafür? 4,02 von 5 bei 45 Votes. 109 Reminders, holy. So, dann haben wir hier den Cliffhanger. Diese Picke, die hören wir uns mal an. Ja. Also dieser geriffelte Griff ist schon nicht schlecht, ne? Da unten dann auch. Also das ist schon eigentlich ganz cool gemacht, das Ding. Hey, guckt euch mal die Zähne da vorne an, ne? Hammer. Cliffhanger kriegt von mir trotzdem, also kriegt von mir 6 von 10. Jo. Schauen wir mal hier. 3,19 von 5 bei 16 Votes, 25 Reminders. So, dann haben wir Stocksauer oder Pure Salt. Ich finde den richtig nice. Pure Salt kriegt von mir 9 von 10. Das ist schon wirklich. Wo ist es? Pure Salt. Jo, da haben wir es. 3,89 von 5 bei 9 Votes, nur 18 Reminders. Und als letztes haben wir dieses langsame Klatschen. Das ist natürlich. Legendär, das Ding, das Teil für 200 V-Bucks. Da kann man wirklich nicht meckern. Das ist echt nice. Sollte eigentlich zu jedem Emote-Pack gehören, wenn du so willst. Ja. Kriegt von mir 10 von 10. Slow Clap. Absolut geil. Ich weiß auch gar nicht, wie oft wir das Ding schon gespielt haben. Vor allem bei den ganzen Finishern. Gut, inzwischen gehört es ja schon mit dazu, weil dadurch, dass du jetzt ja Leben mit hinzubekommst oder Schild, ist das Finishen eigentlich jetzt schon normal. 4,5 von 5 bei 16 Votes, 50 Reminders. Das erste Mal am 15. Dezember 2017 drin gewesen, 21 Mal. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über euren Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Middleman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.